So, willkommen zurück hier auf der Lichtung des RC3 hier im wunderbaren Exhain Hackspace. Der nächste Talk, den wir jetzt haben, ist der Talk Gemeinsam wirken, digitales Ehrenamt auf dem Land und in der Stadt. Und zu Gast haben wir heute einmal Katharina. Katharina ist Vorständin der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt. Dann haben wir Felix vom Exhain und Daniel vom Verstehbahnhof, zwei Hackspaces, einmal hier in Berlin. Friedrichshain-Kreuzberg und einmal in Brandenburg, direkt um die Ecke. Falls ihr Fragen habt während des folgenden Vortrags, dann stellt sie gerne. Am besten stellt ihr sie auf Twitter und Mastodon mit dem Hashtag RC3Xhain, dem Hashtag RC3Xhain. Oder ihr stellt sie im Hackend-IRC mit im Channel RC3-Xhain. Die werden dann alle eingesammelt und dann können wir sie am Ende hier einmal stellen und ihr sie uns öffentlich bearbeiten, beantworten. Dann will ich euch gar nicht länger aufhalten und the stage is yours. Viel Spaß. Danke. Herzlichen Dank. Dankeschön. Dann würde ich mal anfangen. Auf meiner Seite herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann zu dem Thema Gemeinsam wirken, digitales Ehrenamt in der Stadt und auf dem Land. Und ich freue mich sehr, mit Daniel und mit Felix hierüber sprechen zu können. Denn ihr beiden steht ja eigentlich genau dafür, dass ihr in ländlichen Räumen, aber auch in der Stadt digitales Engagement möglich macht mit euren Spaces. Und das ist im Prinzip etwas sehr Besonderes, was unsere Stiftung, die eben auch im ländlichen Raum sitzt, in Neustrelitz, auch fördert. Und es ist wahrscheinlich nicht allen bekannt, was diese Stiftung tut. Sie ist relativ neu und es gibt das jetzt seit genau anderthalb Jahren. Vor einem Jahr durfte ich auch mit Daniel hier sprechen. Da waren wir noch ganz, ganz frisch, also quasi noch in der Geburt sozusagen. Inzwischen haben wir uns schon ein bisschen stabilisiert und wir sind eine Stiftung, die von drei Ministerien gegründet wurde. Das ist schon mal etwas sehr Besonderes. Das bedeutet, der Bundesregierung ist das Thema Engagement und Ehrenamt sehr, sehr wichtig und dafür stellt sie uns jährlich 30 Millionen Euro zur Verfügung, damit wir in ganz Deutschland und da insbesondere in strukturschwachen und ländlichen Räumen das freiwillige Engagement von den rund 30 Millionen Engagierten in ganz Deutschland unterstützen können. Wenn man jetzt hört, 30 Millionen Engagierte, 30 Millionen Euro, kann man sich das schnell zusammenrechnen, ist ein Euro pro Engagierter. Deswegen gucken wir ganz genau, wo wir unterstützen und wo wir eine Hebelwirkung erzielen können. Und mit Felix und mit Daniel, glaube ich, haben wir zwei Partner gefunden, die das ganz wunderbar in ihrer Praxis jeden Tag tagtäglich tun mit ihrer freiwilligen Arbeit. Ich weiß nicht, wie viele Stunden das bei euch sind im Monat, in der Woche. Dazu kommen wir bestimmt gleich im Gespräch. Aber vielleicht noch ein paar Worte zur Stiftung. Die Stiftung hat zum Auftrag, ganz im Allgemeinen das Engagement bundesweit zu unterstützen. Da gibt es die freiwilligen Feuerwehren, die Sportvereine, es gibt soziale Projekte in der Stadt und auf dem Land. Das ist total vielfältig. Was uns als Stiftung aber auch wichtig ist und was uns auch quasi in unser Errichtungsgesetz geschrieben wurde, ist auch das Thema Digitalisierung in den Blick zu nehmen. Und so haben wir im vergangenen Jahr, in unserem Gründungsjahr, rund 2500 Organisationen, gemeinnützige Organisationen, dabei unterstützen können, den Weg Richtung Digitalisierung zu gehen, haben dort mit 20 Millionen Euro unterstützt und da sind wirklich wunderbare Projekte entstanden und den Weg sind wir in diesem Jahr weitergegangen. Und ich würde gerne mit euch beiden jetzt darüber sprechen, was braucht es eigentlich in Zukunft, nicht nur für Förderprogramme, sondern auch für Unterstützungsformate, Anerkennungsformate, dass das Thema digitales Engagement, was ja hier auf dem Kongress, also die digitale Zivilgesellschaft, damit diese besser funktionieren kann, damit sie bessere Rahmenbedingungen hat. Was braucht es dafür? Und dafür finde ich es wirklich schön, dass wir das aus zwei Perspektiven uns mal anschauen können. Vielleicht gibt es da Unterschiede, vielleicht gibt es aber auch mehr Gemeinsamkeiten. Und deswegen würde ich gerne gleich mal dich fragen, Felix, was hat dich eigentlich dazu bewogen, den Exhain zu gründen? Ihr sitzt in Friedrichshain, mitten in Berlin. Berlin ist im Übrigen auch eine strukturschwache Region in Deutschland, wenn man sich das so anschaut. Und erzähl doch mal, was die Zielsetzung dahinter war und welche Rolle eigentlich Engagement und Ehrenamt spielt. Ja, wirst du vielleicht erschrecken, weil tatsächlich war der ursprüngliche Grund, den Exhain zu gründen, ja ein total egoistischer. Ich hatte Bock, das coole Zeug zu lernen, was ich nicht konnte. Also ich fand irgendwie 3D-Drucken interessant. Ich hätte gerne eine andere Programmiersprache gelernt. Und ich kann überhaupt gar nicht zu Hause alleine mit Büchern oder irgendwie YouTube-Tutorials irgendwas lernen. Das liegt mir überhaupt nicht, sondern ich bin so jemand, der Learning by Doing Dinge lernt und habe mir dann in dem Augenblick gedacht, na gut,
dann brauche ich eben einen Raum, wo ich hingehen kann, wo die ganzen Leute hinkommen, die das coole Zeug können und damit ich das da von denen lernen kann. Und einen geeigneten gab es in dem Augenblick nicht in meiner Reichweite. Insofern habe ich entschieden, ich mache einfach selber so einen auf und habe dann einerseits viel Zeug gelernt. Ich habe zwar immer noch keine andere Programmiersprache gelernt, aber dafür viel andere Sachen. Habe aber auch schnell bemerkt, dass halt ich auch nicht der Einzige bin, dem es mehr Spaß macht, eben nicht alleine zu Hause irgendwie was zu lernen oder auszuprobieren, sondern eigentlich verhältnismäßig viele Leute einen Raum suchen und wo sie die Möglichkeit haben, sich mal zu unterhalten, auszutauschen oder halt auch Geräte und Maschinen zu finden, die sie zu Hause nicht haben oder nicht verwenden dürfen, weil zu laut oder zu viel Dreck. Und habe dann einfach festgestellt, dass wenn man sich Mühe gibt, man verhältnismäßig viele Leute erreicht und die sehr happy sein können. Ne? Und wenn man mitkriegt, dass Leute irgendwie total glücklich sind, weil sie das machen können, wofür man eigentlich gedacht hat, dass dieser Raum mal gedacht ist, dann ist das sehr befriedigend und dadurch ist das bei mir mittlerweile zu einem Großteil meiner Freizeit geworden, mich um den X-Hein zu kümmern. Also wir sind in den jetzt 5,5 Jahren von 0 auf über 100 Mitglieder gewachsen, sind zwischendurch von 40 Quadratmetern auf 200 Quadratmeter umgezogen ins Haus nebenan. Auch jetzt ist es schon so, dass man denkt, vielleicht könnte man ein paar Quadratmeter mehr noch gebrauchen. Es gibt einen totalen Bedarf nach diesen Möglichkeiten, sich so bastlerisch, künstlerisch, technisch auszutoben und austauschen zu können. Und wir sind zwar hier mitten in Berlin, aber so viele tolle Locations dafür gibt's nicht. Und das war so der Weg, warum ich da jetzt immer noch dran bin und auch überhaupt keine Lust habe, irgendwie aufzuhören, sondern das eigentlich gerne weitermachen möchte. Ich finde, das ist ein super Beispiel dafür, was eigentlich freiwilliges Engagement ausmacht, nämlich der Eigensinn loszulegen, zu gucken, etwas zu lernen, etwas zu erschaffen. Und ich meine, die 100 Mitglieder, die ihr inzwischen habt, das spricht ja dafür, nicht nur, dass es den Bedarf gibt, sondern dass die Leute da eben auch gestalten wollen. Aber welche Rolle spielt, wenn ich noch mal kurz die Frage an dich stellen darf, welche Rolle spielt da das Thema Ehrenamt, Engagement? Du hast gesagt, du verbringst sehr viel Zeit in eurem Space, aber wie ist das mit den anderen? Ich habe auf eurer Page gelesen, ihr habt auch sogenannte Mentoren. Sind das Ehrenamtliche, die den neuen Mitgliedern helfen, sich zurechtzufinden, Projekte anzustoßen? Ja, also grundsätzlich haben wir hier nur Ehrenamtliche. Wir haben Stand aktuell nicht einen einzigen Angestellten hier, sondern es machen alle das nur in ihrer Freizeit und nebenbei. Insofern, dieser ganze Space wäre ohne Ehrenamt gar nicht möglich. Es gibt Menschen, die hier mehr Zeit verbringen als andere und zum Beispiel sich die Aufgabe übernehmen, neue Menschen hier willkommen zu heißen und ein wenig so ein bisschen die Angst vielleicht davon zu nehmen, in einen Raum zu kommen, wo lauter Menschen sind, die man nicht kennt oder Geräte, vor denen man vielleicht auch Angst hat und sich so ein bisschen unwohl fühlt. Insofern haben wir unsere X-Roots-Mentorinnen ganz klar irgendwie auch an diesen Chaos-Partinnen ein bisschen orientiert. Da gibt es dieses Projekt ja auch, dass man halt genau, um Leute neu dazu zu kriegen, so ein bisschen eine Einführung bietet. Weil wenn man sich nicht um Neuankömmlinge gut kümmert und ein bisschen Willkommenskultur hat, dann dann stirbt man ja auch schnell wieder aus, so als Community. Ne? Also das ist halt sehr wichtig und wie gesagt, also bezahlt wird bei uns niemand, insofern ist es im Augenblick alles nur Ehrenamt hier. Also ein freiwilliges Projekt und so die Welt, aus der ich komme, aus dem freiwilligen Management mit den Mentoren und Paten, das ist super. Neue Menschen müssen begleitet werden ins Engagement. Das ist ein gutes Modell. Daniel, wie war das bei euch? Ihr sitzt jetzt nicht gerade in einer Millionenstadt. Ihr sitzt in Fürstenberg, das ist auf dem Weg nach Neustrelitz, möchte ich noch sagen, und habt dort das Hafenlab gegründet als Verein. Was waren damals die Beweggründe für dich und deine Mitstreiterin? Na, bei uns war, also die Beweggründe waren erstmal ähnlich oder zumindest auch ähnlich wie bei Felix. Wir sind ja 2011 hier rausgekommen und ich habe vorher fast 15 Jahre in unterschiedlichen Städten, zuletzt in Berlin verbracht, wo es immer irgendeinen Erfa gab, also auch andere Leute, die in dieser Community hier organisiert waren und mehr oder weniger sich auch Spaces geschaffen hatten, zumindest mindestens mal regelmäßige Treffen und sowas. Und es gibt hier draußen, gab es nichts, was mir irgendwie gefehlt hat. Also es ist ein wunderbares Leben hier in Fürstenberg. Aber der einzige Wermutstropfen war, dass es hier
einen solchen Ort nicht gibt. Also ich hatte weder eine Werkstatt irgendwie noch einen Ort, wo ich sagen könnte, dass Leute, die sich auch für diese Themen interessieren, irgendwie sich mal treffen können. Und von daher gab es auch diese sehr intrinsische Motivation für mich, sowas selbst zu schaffen. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass ja für alle um mich außenrum dieses Angebot hier auch überhaupt nicht besteht. Also weder für junge Leute, ich habe auch eine Weile bei Chaos macht Schule war ich sehr engagiert und auch bei Jugend hackt irgendwie. Und wir haben dann wirklich sehr brutal festgestellt, dass eigentlich hier draußen so eine ganz andere Realität stattfindet als in den etwas vielleicht moderneren und hipperen Schulen in Berlin, die man findet, oder im ganzen Kontext einer Stadt, wo man solche Angebote auch für junge Leute zumindest finden kann. Und so kam das dann irgendwie relativ natürlich, dass wir gesagt haben, wir schaffen diesen Ort auch so, dass da junge Leute rein können. Und das schließt eben so eine Lücke hier bei uns vor Ort. Und ähnlich wie im X-Hain auch, ist das alles ehrenamtlich getrieben. Wir hatten im letzten Jahr eine Bundesfreiwilligendienstleistende. Das war unsere einzige bezahlte Kraft. Die ist allerdings jetzt auch seit 2 Wochen aus ihrem Job wieder zurück in die Freiheit und sitzt jetzt auf der anderen Seite der Kamera in der Regie und arbeitet wieder ehrenamtlich. Also das dreht sich bei uns hier natürlich auch alles ums Ehrenamt. Und das ist eigentlich auch das Schöne an der Sache. Also ich finde das ganz toll, weil das im Endeffekt bedeutet, dass die Leute, die hier sind, auch mit einer anderen mit einem anderen Anliegen hier reinkommen und sich hier involvieren. Also hier ist niemand, der seinen Job abfährt oder von hier morgens reingeht, weil er dafür bezahlt wird und hier sein muss oder so, sondern die Leute, die da sind und die hier mit anpacken, auch bei total verrückten Ausbauprojekten oder neuen Sachen, die uns einfallen oder so, die sind alle hier, weil sie das wirklich wollen. Und das ist dann auch eine andere Art von Arbeiten zusammen. Und das hört sich alles richtig gut an, aber ich weiß, wie es ums Engagement bestellt ist. Es gibt natürlich auch Probleme. Was würdet ihr beiden sagen? Was sind eure Herausforderungen? Glaubt ihr, es gibt Unterschiede? Also das, was ihr tut, ist sehr ähnlich, aber ihr tut das in unterschiedlichen Regionen. Ja. Mich würde sehr interessieren, was bei euch so die Herausforderungen sind. Ich höre es von vielen großen Verbänden, Vereinen, auch Stiftungen, dass sie immense Probleme haben, beispielsweise Nachwuchs zu gewinnen. Dass sie stöhnen aufgrund von bürokratischen Belastungen, die man als gemeinnützige Organisation hat. Felix, ihr seid als GUG organisiert, ihr Daniel als Verein. Nichtsdestotrotz habt ihr da wahrscheinlich auch ähnliche Herausforderungen. Oder ist es auch die finanzielle Möglichkeit, die man hat als gemeinnützige Organisation, auch Fördermittel zu beantragen. Lasst uns auch einfach mal kurz darüber sprechen, wie da die Situation ist, wo ihr die Herausforderungen seht. Vielleicht magst du anfangen. Also vielleicht ganz kurz von meiner Seite. Bei uns hier die Herausforderungen, also eine der Herausforderungen sind definitiv Leute. Also ich habe am Anfang mir lange Gedanken drüber gemacht, woran messe ich jetzt eigentlich den Erfolg? Also wenn wir sowas hier aufbauen, wir haben uns so 3 Jahre gesetzt, um zu sagen, um festzustellen, ob sich das lohnt, diesen Ort hier zu betreiben und die ganze Arbeit, die da reinfließt, auch zu investieren. Und dann haben wir uns gefragt, was ist eigentlich irgendwie die Metrik? Irgendwie macht man das jetzt an Zahlen fest? Ganz viele Förderprogramme, mit denen wir zum Beispiel auch zu tun hatten, oder Fördermittelgeber, die wollen dann irgendwie Zahlen haben, wie viele Jugendliche kommen an wie vielen Tagen im Jahr und so weiter. Das ist eine schlechte Metrik eigentlich, denn erstens, also hier auf dem Land gibt es natürlich viel weniger junge Leute. Es gibt insgesamt auch weitere Wege, die überbrückt werden müssen. Es ist also auch wesentlich komplizierter, hier zum Bahnhof zu kommen. Gleichzeitig für die Jugendlichen, die zu uns kommen, ist das halt der Ort, der gefehlt hat. Also wir haben hier junge Leute, die im Endeffekt im Moment auch mit einem eigenen Schlüssel mindestens einmal in der Woche hier sind. Die kommen zum Teil irgendwie 30, 35 Minuten mit dem Auto hier, mit dem Elterntaxi irgendwie angefahren und leben in irgendeinem Kaff in der Seenplatte, wo es nichts gibt, was sie interessiert. Und selbst wenn ich nur 5 solche jungen Leute habe, die hier sehr regelmäßig sind, ist das für diese jungen Leute halt das Angebot, der Ort, der einen richtigen Unterschied macht für ihren Lebensweg, hoffe ich zumindest. Na, und gleichzeitig ist es natürlich so, dass man mittelfristig ein bisschen gucken muss, wie sich das irgendwie auswächst. Und da setzen wir sehr stark auf eine Kooperation hier mit der Grundschule. Also wir haben so eine Nachmittags-AG, beziehungsweise eigentlich jetzt 3 Nachmittags-AGs unter der Woche, wo die Kids nach der Schule kommen
Und da das alles Grundschüler, also irgendwo zwischen dritter und sechster Klasse sind, glaube ich, wachsen die ganz gut in diesen Space hier rein. Also ich glaube, dass da mittelfristig eigentlich alle, wenn nicht noch mehr, irgendwie diesen Ort hier weiter frequentieren werden und hier mit reinwachsen, sich selbst mit einbringen, mit Ideen, mit Wünschen, die sie haben an so einen Ort. Und dass sich das darüber dann auch die nächsten Jahre richtig gut und toll entwickeln wird. Also auch auf eine Art und Weise, die ich gar nicht planen könnte. Und heraus, das, also das ist die eine Seite. Und ansonsten natürlich alles, was mit Bürokratie zu tun hat, ist immer schwierig. Also ich bin überhaupt kein Bürokrat. Ich hasse Papierkram. Und vor allem ärgere ich mich jedes Mal, wenn ich Zeit, die ich eigentlich mit meinem Engagement hier verbringen würde, aufopfern muss, um irgendwelche Abrechnungen zu machen oder diesen ganzen Overhead irgendwie zu organisieren. Und da habe ich leider noch niemanden gefunden, der das abnehmen möchte. Also da bin ich zuversichtlich, dass irgendwann jemand auftaucht, der das gerne macht. Aber die Person haben wir im Moment noch nicht und damit kämpfen wir dann auch so ein bisschen. Dankeschön. Wie ist es bei euch, Felix? Was sind eure Herausforderungen oder eure Lösungswege für die Herausforderungen? Ja, also in gewisser Weise ist es auch ein Leuteproblem, vielleicht nicht so wie halt in Fürstenberg, dass es so wenig gibt und man irgendwie sich freuen muss, wenn fünf Leute regelmäßig auftauchen. Das geht eher darum, dass dadurch, dass es hier eher so ein gemeinschaftlicher Hobbykeller quasi ist und alle ihr Geld irgendwo anders verdienen, es manchmal viel schwieriger ist, überhaupt Menschen zu finden, die bereit sind, Workshops anzubieten. Also mal für einmalig, ja klar, aber irgendwie sozusagen, dass man regelmäßig Workshops macht, das ist halt schon wieder schwierig. Oder halt auch, na klar, irgendwie alles, was administrativer Overhead ist, das will niemand so wirklich machen. Ich bin froh, dass wir da jetzt bei uns zu zweit sind und ich einen Großteil davon schon abgeben kann. Das ist auf jeden Fall, ich glaube, so das klassische Problem, wenn man ja was Lust machen möchte und ein bisschen wenig Platz auch hat. Also weil man könnte vielleicht da irgendwie Workshops für Schulklassen und so weiter machen, wenn man eine komplette Schulklasse unterbringen kann. Aber ja, wir haben zwar jetzt insgesamt 200 Quadratmeter hier auf zwei Etagen, aber eine komplette Schulklasse mit 25 Kindern hier gleichzeitig zu bespaßen, das klappt platztechnisch schon alleine bei uns nicht. Das ist ein Problem, das ist bei uns wahrscheinlich deutlich größer als bei Daniel auf dem Land. Wir würden Kinder rankriegen, die müssen keine 35 Minuten mit dem Auto fahren. Kann sein, dass sie mit der S-Bahn oder U-Bahn auch 35 Minuten brauchen, obwohl es dieselbe Stadt ist. Aber tatsächlich ist es hier, unser größtes Problem ist Platz, beziehungsweise die Möglichkeit, Platz zu bezahlen. Also es ist nicht so, dass gäbe es gar keine anderen Flächen, aber natürlich, wir sind hier im Herzen Friedrichshains, umziehen ist so gut wie unmöglich, insbesondere, weil wir ja eben nicht aus Fördertöpfen irgendwie unsere Miete bezahlen, sondern für Förderprogramme, wie Daniel auch schon gesagt hat, meistens irgendwie Zahlen machen müssten und so viel Workshops. Und genau das ist bei uns ein bisschen schwierig. Darum finanzieren wir uns über ein bisschen Mieteinnahmen und größtenteils Spenden. Und davon in Berlin eine neue Location zu bezahlen, das ist sozusagen die größte Herausforderung, die man jetzt so akut sieht. Ansonsten, ja, wir bräuchten mehr Workshops, damit man mehr Menschen hier einführen und glücklich machen kann. Aber da spielt ja auch Corona uns immer noch leider einen Strich durch die Rechnung. Ich würde da gerade gerne nochmal einhaken. Also zum einen nur nicht, dass ein Missverständnis aufgekommen ist. Also wir haben hier in unseren regelmäßigen Angeboten irgendwas zwischen 20 und 25 junge Leute, die eigentlich einmal in der Woche da sind, verlässlich. Ja, und dazu kommen bei uns in der Tat sogar Schulklassen. Also Corona-bedingt ging das jetzt nicht, aber wir haben schon auch aus anderen Teilen der Republik hier Schulklassen gehabt, die sich zum Beispiel einfach auf dem Campingplatz eingemietet haben für eine Woche und waren dann eine Woche bei uns in der Werkstatt und haben da irgendwie Action mit uns gemacht. Also wir haben dieses Problem nicht. Ich wollte nur, also mit den Zahlen in dem Sinne, dass wir viel zu wenig Leute hätten oder so, sondern ich wollte nur sagen, die Metrik, an was man das messen kann, ist auf dem Land anders, weil die Zielgruppen halt vielleicht wesentlich kleiner sind. Und vielleicht anknüpfend an das, was Felix gerade sagte, auch mit der Miete, eine Sache, die mir jetzt gerade nur eingefallen ist, und das ist wirklich ganz wichtig,
Was generell fehlt in der ganzen Förderlandschaft, ist so eine Strukturförderung. Ja, also wir haben, es ist wirklich relativ einfach, vergleichsweise einfach, investive Mittel irgendwo aufzutreiben, die, wenn ich jemandem sage, ich habe was Neues vor, ich habe jetzt hier ein bestimmtes Projekt irgendwie, dann kann ich sehr leicht Fördermitteltöpfe akquirieren, weil jeder was Neues finanzieren möchte. Aber es ist ganz extrem schwierig, Gelder aufzutreiben, wenn ich was habe, was funktioniert, was erhalten werden muss. Und dieses Problem haben nicht nur wir, sondern das gibt's im ganzen Engagementbereich. Und da, glaube ich, müssten wir mal gesellschaftlich überlegen, warum wir diesen Schwerpunkt nicht anders legen und ob es nicht wichtig wäre, dass wir bestimmte wünschenswerte gesellschaftliche Strukturen, und das sind ja irgendwie Fußballvereine oder Sportstrukturen, genauso wie das, was wir beide hier machen, dass die eben auch von der Strukturfinanzierung profitieren, weil die alle unter den gleichen Problemen leiden. Ja, zunehmend wird es schwieriger, über Mitgliederbeiträge Sachen zu finanzieren, Strukturen zu erhalten, und gleichzeitig brauchen wir diese Strukturen. Und deswegen glaube ich, braucht so eine Art von Strukturförderung und eine Veränderung in dieser Förderlandschaft. Es darf nicht nur diese Projektitis mit immer noch was Neues geben, sondern vor allem die Erhaltung von erhaltenswerten Strukturen muss auch irgendwie in den Fokus rücken. Das ist definitiv ein Wunderpunkt, Daniel. Das haben wir auch schon festgestellt. Wir als Bundesstiftung sind auch bei der Vergabe unserer Fördermittel aktuell noch an die sogenannte Jährlichkeit gebunden. Das ist nichts, was wir uns ausgedacht haben. Das gibt quasi geben so die Rahmenbedingungen her. Aber was wir eben versuchen, wir haben das Thema Strukturstärkung auch bei uns in der Satzung stehen, im Errichtungsgesetz. Wir versuchen mit kleinen Projekten auf dem Land, wo nachhaltige Netzwerke entstehen sollen, wo die Kommune mit dabei sein soll, das wäre nämlich auch eine anschließende Frage von mir, versuchen wir Strukturen aufzubauen, die bürgerschaftliches Engagement in seiner Fläche unterstützt. Und das wollen wir natürlich nicht nur ein Jahr lang machen, sondern mehrere Jahre. Wir fragen uns allerdings auch, wie sollen wir als Stiftung sowas leisten? Deswegen auch hier auch gerne nochmal mit euch drüber nachgedacht. Auch im Koalitionsvertrag steht, dass die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt gestärkt werden soll, insbesondere in ihrer Fördersäule, was wir sehr gut finden. Aber wie können wir es schaffen, bei über 600.000 Vereinen, über 20.000 Stiftungen, ich weiß nicht, wie viele GUGs, GAGs etc. pp. Es gibt, hier wirklich eine gute Strukturstärkung zu leisten. Was wir tun, ist in Skalierung zu investieren sozusagen, also gute Programme, Projekte, die eine soziale Wirkung entfalten, die funktionieren, so wie Dinge, die ihr tut, die dabei zu unterstützen, in die Fläche zu kommen und damit eben auch die Grundstruktur zu unterstützen. Das ist aber quasi eine neue Förderlogik und wir würden uns freuen, wenn da auch noch andere mit in diese Denke mit einspringen. Es gibt ja nicht nur staatliche Förderung, es gibt auch private Förderung. Es gibt die Kommune, die häufig klamm ist, insbesondere in strukturschwachen Räumen. Häufig ist freiwilliges Engagement eine sogenannte freiwillige Leistung. Das muss ich auch erst lernen. Da aber auch nochmal an euch die Frage, wie ist das bei euch in der Kommune, also Stadt Berlin und Fürstenberg? Erhaltet ihr da Unterstützung? Also wir haben noch keine, ganz bewusst auch noch keine beantragt. Das ist, hier gibt es eine Vereinsförderung, wie wahrscheinlich in den meisten anderen Kommunen auch. Und die Vereinsförderung beläuft sich auf einen Maximalbetrag von 5.000 Euro über 3 Jahre. Also das ist für das, was wir an Fixkosten haben, bringt uns das nicht wirklich weit. Und wir haben uns das im Moment noch ein bisschen in der Hinterhand gehalten, damit wir für den Fall, dass wir die Stadt wirklich mal brauchen, das quasi als Ass im Ärmel haben. Ja, gleichzeitig ist der Abrechnungsweg auch relativ kompliziert. Das muss mit viel Vorlauf irgendwie beantragt werden. Dann darf man ja auch mit gewissen Sachen gar nicht anfangen, bevor das irgendwie genehmigt ist und so. Und von daher haben wir das im Moment so noch nicht in Anspruch genommen. Ich weiß allerdings, dass zumindest, und das ist ja auch was, worauf wir hingearbeitet haben, dass in der Stadt mittlerweile relativ klar ist, dass dieser Ort hier einen Mehrwert bietet. Ja, und das ist uns auch ganz wichtig. Wir wollten diesen Ort erstmal unabhängig schaffen, damit wir nicht in so eine Diskussion einsteigen müssen, ob es das wirklich braucht und ob es sich lohnt, da auch ein bisschen kommunales Geld drauf zu tun. Diese Diskussion, da hätte halt keiner Lust gehabt, weshalb wir gesagt haben, wir bauen das erstmal auf. Wir zeigen, dass das einen Mehrwert hat, dass das akzeptiert wird hier in der Stadt, dass es das braucht.
Und dann hat man für die Zukunft eine andere Verhandlungsgrundlage, wenn es um die Unterstützung von der Kommune geht. Ja, also bei uns ist das ähnlich. Wir haben keinerlei Fördergelder irgendwie von der Kommune bekommen. Schon allein, weil wir ja auch nicht seit Anfang an gemeinnützig waren, sondern erst seit 2019 jetzt gemeinnützig sind. Das heißt, da hat sich's vorher gar nicht wirklich angeboten. Ich habe bis dahin den X-Hein als Kleinunternehmer betrieben. Da gab es sozusagen eigentlich keine Chance auf Förderprogramme. Und so richtig an die Stadt mal herangetraut, da habe ich mich tatsächlich auch nicht, weil dazu muss ich sagen, war unser Kontakt mit der Stadt Berlin während des ersten Lockdowns letzten Jahres leider sehr unerfreulich, weil wir somit als, wie auch Daniel im Verstehbahnhof, somit als erste Face Shields und auch Masken produziert und verteilt haben. Und mehrfach über verschiedenste Wege versucht haben, irgendwie an die Berliner Landesverwaltung mal ranzukommen, um eventuell von denen Geld zu bekommen, damit wir irgendwie mehr und schneller noch Dinge machen können. Und da über Wochen abgeblitzt sind, bis wir dann zum Schluss irgendwann mal eine Antwort bekommen haben und die war, ja, wie ihr wollt uns Masken verkaufen, was sollen die kosten, wir kaufen die. Und dann haben wir gesagt, nein, wir wollen euch keine Masken verkaufen, wir wollen gerne Masken kostenlos verteilen. Und da haben sie uns geantwortet, ah nee, Gemeinnützigkeit ist nicht förderrelevant und damit war das Thema gegessen. Und das ist, also wir haben wirklich über Wochen versucht, auf allen möglichen Wegen einen Kontakt hinzukriegen. Und irgendwie konnte man auf Twitter lesen, dass die Landesabgeordneten irgendwie twittern, dass das toll ist, was wir da machen und dass man das unterstützen soll. Aber im Endeffekt haben wir weder einen Cent noch ein Dankeschön noch irgendwas da gesehen. Und das hat nicht so richtig Mut gemacht, sich irgendwie wegen Förderprogrammen jetzt gerade an das Land Berlin zu wenden. Danke für die Offenheit. Unser Talk heißt ja gemeinsam wirken und euer wirklich schnelles Handeln und eigentlich auch das Projekt mit den Face Shields. War das auch so, dass ihr das irgendwie gemeinsam entwickelt habt? Und da waren ja auch noch andere Makerspaces mit involviert. Könnt ihr uns dazu noch ein bisschen was erzählen? Also ich sage mal so, gemeinsam entwickelt ist jetzt schwer zu sagen, weil wir haben zwischendurch Versionen hin und her geschickt, aber im Endeffekt war es so, dass bei uns hier im X-Hein ein paar Leute schon angefangen hatten, Stoffmasken zu nähen und dann hat Daniel gefragt, hey, ich bräuchte irgendwie jemanden, der in Berlin die Ärzte mit Face Shields versorgt, kannst du nicht mal? Und dann war eine halbe Stunde später der erste Probedruck auf dem 3D-Drucker und damit ging das dann los und dann danach war gar nicht, also das Entwickeln nicht sehr Face Shields, aber wir haben ja dann in Kooperation auch mit dem Cardus noch viel mehr Face Shields aufgetrieben und auch mehr Stoffmasken und das alles verteilt nach überall hin. Insofern haben wir da ziemlich schnell gemeinsam ein Netzwerk aufgebaut. Aber ja, wir haben nicht die Face Shields entwickelt. Genau, aber ich würde schon sagen, dass das gerade diese Sache mit den Face Shields ist eine super gute Erfolgsgeschichte gewesen, wie quasi ein paar offene Werkstätten im Land Brandenburg ja vor allem auch, also wir haben das Netzwerk offene Werkstätten in Brandenburg, das ist ein total gutes Netzwerk, wo ganz unterschiedliche solche Spaces übers Land Brandenburg verteilt, vernetzt sind, gemeinsam dann mit dem X-Hein, Cardus und der Beuth-Uni in Berlin gemeinsame Sache gemacht haben und wir innerhalb ja von 5 Wochen oder so das von einer 3D-Druckproduktion dezentral irgendwie in einen industriellen Spritzguss überführt haben und wir ja also insgesamt fast 25.000 solcher Shields in Brandenburg und in Berlin verteilt haben. Also ich habe ja sogar zum Schluss welche in den Kongo geschickt irgendwie und das war schon wirklich ein total gutes Beispiel, wie alle in ihrer Freizeit ehrenamtlich unter Lockdown-Bedingungen und so in der Lage waren, gemeinsam was auf die Beine zu stellen, was der Markt halt überhaupt nicht geregelt hat. Also von daher ist ein super gutes Beispiel, glaube ich, dafür, was passiert und was möglich wird, wenn sich ein paar Leute zusammentun. Ich finde auch, dass das ein wunderbares Beispiel dafür, wie gemeinsam wirken funktionieren kann und welche besondere Rolle Engagement einfach auch hat und wie viel schneller und kreativer es eben häufig ist. Und das benötigt eben Unterstützung. Wir haben uns ja, ihr habt jetzt schon so ein paar Punkte genannt, wie sich Förderpolitik, staatliche Förderpolitik insbesondere auch, aber vielleicht auch privatwirtschaftliche oder privatstiftungsrechtliche Förderpolitik ändern sollte. Habt ihr noch weitere Ideen? Also
dass es immer mehr sein kann, immer länger und all dies, das ist uns allen bewusst. Ich komme selbst auch, bevor ich bei der DSE war, ich auch bei einer Stiftung, die selbst fundraisen musste. Ich weiß, wie schwierig dieses Geschäft ist und das Thema der Projektitis macht auch aus meiner Sicht nicht besonders viel Sinn. Manchmal ist es sinnvoll, um Dinge anzuschieben, definitiv. Das ist auch gut. Das kann manchmal einfach auch etwas, etwas befeuern. Das ist gut. Aber auf der anderen Seite, wenn etwas wirkungsvoll ist und wenn man sieht, dass sich Organisationen zusammenschließen und es schaffen, innerhalb kürzester Zeit, wie das, was ihr jetzt gerade als Beispiel genannt habt, wirklich Hilfe zu leisten, das entfaltet Wirkung. Was wünscht ihr euch von einer zukünftigen Förderpolitik, auch im Hinblick vor allem auf digitales Engagement? Das ist ja jetzt auch unser Thema hier. Was seht ihr, was es braucht, was muss sich ändern? Also ich würde mir sehr wünschen, dass dieses ganze Thema rund um digitale Projekte quasi im ehrenamtlichen Bereich eine bessere und auch eine selbstverständlichere Akzeptanz findet. Ne, das Freifunk ist ja so ein typisches Beispiel. Irgendwie, es hat lange gedauert, bis irgendwer mal, also auf einer offiziellen Seite verstanden wurde, dass auch der Aufbau von Freifunkinfrastrukturen eine gemeinnützige Angelegenheit ist. Und das gilt für ganz viele andere Arbeit, die Leute aus unserer Community hier ja machen in ihrer Freizeit auch. Also dieses obskure Technische, da programmieren Leute was oder betreiben irgendwie Infrastrukturen, betreiben Videokonferenzsysteme, was auch immer, dass das eben in dieser Welt des gemeinnützigen Engagements zweifelsfrei ankommt und auch als solches anerkannt wird. Das fände ich total gut. Und dann gäbe es von meiner Seite auch diesen Herzenswunsch eigentlich, dass es so etwas wie ein freiwilliges digitales Jahr geben sollte. Also wir haben das freiwillige ökologische Jahr, das soziale Jahr. Wir haben den Bundesfreiwilligendienst. Aber es wäre genauso gut und eigentlich auch im Interesse unserer Gesellschaft, dass wir Leuten, die diese technische Affinität haben, gerade junge Leute, die zwischen Schule und ihrem restlichen Lebensweg gerne was Sinnvolles machen würden, dass man denen die Möglichkeit gibt, das mit diesem digitalen Schwerpunkt und so einem technischen Schwerpunkt zu machen. Und ich glaube, dass man darüber diese Schnittstelle kriegen kann, dass solche Leute dann auch in Organisationen gehen, bei denen vielleicht diese Digitalkompetenz fehlt und dass wir diese Wechselwirkung aus Vereine, die eigentlich was ganz anderes machen, was mit Digitalisierung überhaupt nichts zu tun hat, sondern einfach soziale Bereiche ehrenamtlich begleiten und ausgestalten, dass die eben darüber in der Lage versetzt werden, sich ein bisschen technische Kompetenz mit an Bord zu holen und vielleicht den Schritt in die Zukunft schaffen. Denn das ist ja auch ein riesiges Problem. Wie unterstützt man die alle so? Wir haben das hier vor Ort jeden Tag wieder oder jede Woche wieder, dass von auch der Seniorenverein zum Beispiel von uns gerne unterstützt werden möchte, in die Cloud zu gehen, sodass die sich besser organisieren können, Fotos teilen können, solche Dinge. Und das haben alle möglichen anderen ja auch. Und über ein freiwilliges digitales Jahr, glaube ich, könnte man sowas dann vielleicht auch nochmal über einen anderen Weg ein bisschen angehen. Es gab ja auch tatsächlich ein Pilotprojekt 2015 bis 2020, das es erprobt hat, das digitale freiwillige soziale Jahr beim DRK und im DRK Sachsen-Anhalt. Und daraus sind so kleine Beratungsstellen entstanden, aber das ist noch nicht das, was du jetzt skizzierst, Daniel. Wir hoffen auch, und es steht auch im Koalitionsvertrag drin, dass nochmal zu stärken und aufzusetzen. Aus unserer Sicht macht das auch total Sinn. Wir haben im vergangenen Jahr 12.500 Anträge erhalten. Da ging es ganz häufig um sehr niederschwellige Dinge, was Digitalisierung angeht. Und wir brauchen einfach viele Engagierte, die Kompetenzen mitbringen. Und dafür sind solche Orte, wie ihr sie eben geschaffen habt mit eurem Engagement, sehr wichtig aus unserer Perspektive. Felix, was wären deine Wünsche an eine, weiß ich nicht, zukunftsorientierte Förderpolitik, die wirklich digitales Engagement ermöglicht und solche Orte, die auch ihr bereitstellt, unterstützt? Ja, natürlich einerseits dieses mehr Strukturförderung. Also es wäre schön, wenn man nicht immer erst im letzten Quartal plötzlich Fördergelder bekommen würde, die dann bis Ende des Jahres weg sein müssen und man irgendwie mehr ein bisschen gelassen und mit Ruhe rangehen kann, dann könnte man das, glaube ich, auch nachhaltiger einsetzen. Das wäre einerseits schön. Und ich persönlich, gerade beim Thema Digitalisierung, würde mir wünschen, gerade weil wir mehr Kinder und Jugendliche ja auch gerne hier haben wollen, dass man vielleicht mal noch ein bisschen mehr auf dem Schirm bekommt, dass Digitalisierung ja nicht unbedingt nur Programmieren und Computer direkt heißt. Ne? Also es gibt ja auch die ganzen
digitalen Künste, 3D-Drucken und Laserkarten und also eine Vermischung von Digitalisierung und fast Handwerk eigentlich. Was ich finde, das sollte viel mehr irgendwie auch im Angebot sein für Kinder und Jugendliche, weil sowas wie, also ich hatte damals in der Schule noch das Fach Werken, sowas gibt es, glaube ich, mittlerweile fast gar nicht mehr. Und ich glaube, es gehen viele Sachen einfach verloren, weil man in der Schule dazu gar keinen Berührungspunkt hat. Also ich würde mir eigentlich eher wünschen, so etwas wie einen kommunalen Makerspace. Ne? Also gar nicht, der direkt als Bildungsstätte von der jeweiligen Kommune auch finanziert wird und wo man eventuell so einen schönen Deal macht, wie jeder Schüler in dem Landkreis verbringt halt mindestens einen Tag pro Schuljahr hier und kann alles Mögliche von Programmieren über Holzwerkstatt oder so einfach mal was in die Hand nehmen, was man vielleicht in der Schule nicht hinkriegt. Und man kann, glaube ich, nicht erwarten, dass das jede Schule selber aufbaut, weil es ist einfach doch ein ganzer Haufen Arbeit, so einen Makespace zu betreiben und am Laufen zu halten. Und die Lehrer sind auch nicht, also man muss ja gerade im technischen Bereich dann schon halbwegs up-to-date sein und man kann auch nicht verlangen von Pädagogen, dass die, wenn die ein anderes Fach studiert haben, dann noch in ihrer Freizeit neben Unterrichtsvorbereitung sich irgendwie da einarbeiten, damit sie in der jeweiligen Schule dann eine AG anbieten können. Also mein großer Wunsch wäre ein solide finanzierter kommunaler Makespace für auch Erwachsene, aber mit einem Fokus auf Kinder und Jugendliche. Auch das hört sich gut an und das hört sich auch, finde ich, nach gemeinsamem Wirken an, weil sowas natürlich nicht nur alleine beispielsweise von einem Verein ausgehen kann, sondern dafür braucht man viele Akteure. Also ihr habt es gesagt, die Kommune. Also wir glauben auch, das hilft nicht, wenn man vom Bund irgendwie so ein Modellprojekt irgendwo hinsetzt, sondern das muss halt von unten kommen und auch lokal getragen werden. Da würden wir natürlich auch gerne unterstützen. Nochmal zum Thema Fördermittel, was wir auch machen, auch nochmal hier in die Community hinein. Wir beraten auch beim Thema Fördermittelsuche. Da sind wir auch ganz aktiv. Wir haben auch einen Schwerpunkt auf Unterstützung von Open-Source-Projekten, die natürlich immer konkret mit dem Thema Engagement und Ehrenamt eine Verbindung haben sollten, was sie auch häufig haben. Und was ich euch beiden nochmal empfehlen möchte, und ich weiß nicht, ob ihr es tut, die Zusammenarbeit mit freiwilligen Agenturen, gerade in Berlin gibt es ganz, ganz viele. Felix, du meintest, du suchst ja auch Leute, die irgendwie Workshops anbieten, und zwar regelmäßig und verlässlich oder vielleicht auch hier in der Community. Also da wirklich auch immer die Angebote zu sagen, dass man jemanden sucht. Ich weiß nicht, ob ihr da mit solchen Strukturen auch schon zusammenarbeitet. Aber wenn es einfach Themen gibt, gerne auch an uns, meldet euch und wendet euch gerne auch an uns. Wir helfen, wo wir nur können. Also nicht nur finanziell, sondern auch beratend. Das wollte ich noch sagen. Jetzt wollte ich mal fragen, ob es Fragen von unseren Zuschauerinnen oder Zuschauern gibt. Ja, in der Tat gibt es eine Frage. Und zwar kam der Vorschlag, dass man ja Schulen und andere öffentliche Einrichtungen dazu bewegen könnte, leerstehende Räume, Makespaces und Ähnlichen zur Verfügung zu stellen und ob ihr das für eine sinnvolle Lösung haltet und falls ja, wie man das am besten angehen könnte. Ich kenne jetzt die Raumsituation, ich sag mal, weiterführender Schulen hier in Berlin nicht so gut, aber wenn ich mir angucke, wie das in den Grundschulen hier ist, wird es halt in Berlin zumindest schwierig, einen leerstehenden Raum in einer Schule zu finden, der für den es noch keine geplante Nutzung gibt. Das ich würde mal sagen, generell ist das erstmal keine schlechte Idee. Also wenn es einen Raum dafür gibt, dann wäre wahrscheinlich das Eröffnen solcher Räume für Leute, die dann da reingehen und den Makerspace bespielen, eine ganz gute Möglichkeit, also wie alle was davon haben. Ne, dann das, was Felix sagte, dass es schwierig ist, das von Lehrern zu erwarten oder Lehrerinnen, dass die jetzt noch den Makerspace in der Schule aufbauen, das ist ein ganz realistisches Problem. Ne, gleichzeitig könnte man so vielleicht diese Synergieeffekte herstellen und Leute in die Schule holen, die damit näher an die Schüler kommen. Und das könnte ich mir gut vorstellen. Aber ich bin auch nicht wirklich sicher, ob wir in einer Zeit leben, in der in Schulen Räume leer stehen. Also das ist selbst hier draußen auf dem Land, glaube ich, nicht wirklich Usus. Wäre aber grundsätzlich meiner Meinung nach wirklich ein schönes Konzept, auch weil es die Möglichkeit geben würde, dass man eben vielleicht dann den Schülerinnen selbst auch einfach ein bisschen die Gestaltung und Organisation des jeweiligen Makespaces in die Hand geben könnte. Ja. Also ich glaube,
macht er neugierig, so einen Raum. Also das wäre ein total guter Weg, wie man nah rankommt an eine potenziell sehr dankenswerte Zielgruppe. Also ich weiß, dass auch viel darüber diskutiert wird, Orte des Engagements, vor allem in ländlichen Räumen zu schaffen. Häufig ist es irgendwie so, dass gemeinnützige Organisationen gar nicht zusammenkommen. Es entstehen gar nicht Netzwerke, obwohl man in einem Dorf zusammen ist. Da gibt es dann, keine Ahnung, 5, 6, 7 Vereine. Die tauschen sich aber gar nicht aus, weil es gar nicht mehr so eine Art Dorfmitte gibt. Es gibt kein Kulturzentrum oder es gibt nicht mal mehr eine Dorfkneipe oder so. Aber es gibt leerstehende Dorfkneipen. Und ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Orte, eher in ländlichen Räumen als in urbanen Räumen, die zu solchen Orten, zu solchen Orten des Engagements, sei das jetzt digitales Engagement oder auch klassisches Engagement, also Begegnungsräume geschaffen werden können. Und das finden wir auch interessant, vor allem mit dem Auftrag, das freiwillige Engagement in ländlichen und strukturschwachen Räumen zu unterstützen. Und da schauen wir auch gerne hin. Also wenn ihr da noch mehr Ideen habt, auch immer gerne her damit. Ich kann Bahnhöfe empfehlen. Also der perfekte Ort in ganz vielerlei Hinsicht und die Bahn verkauft ganz viele dieser Gebäude und will sie gar nicht mehr haben. Und das ist definitiv lohnenswerter als der nächste Rossmann oder so. Aber Felix, ist es nicht auch so in den Städten, dass es auch Orte gibt, die eher verwaist sind? Ich sage nur Einkaufszentren? Ja, aber da hat sich leider noch nicht durchgesetzt, dass man diese Flächen dann auch einfach anderweitig nutzen kann. Man hat dann irgendwie halt eher diese komische Mall da stehen, die nicht besucht wird und irgendjemand nutzt das, um seine Gewinne woanders abzuschreiben. Keine Ahnung. Das wäre, also mir fallen aus dem Stegreif im Radius hier etliche ein, die ich sofort mit genügend Geld in einen hervorragenden Makespace verwandeln könnte. Hätte ich total Bock drauf. Ist aber halt auch das Problem, dass diese Gebäude ja dann auch wieder meistens nicht mehr im Besitz der Stadt sind. Das heißt, man ist halt wieder in der privaten Mietwirtschaft und dann wird's schwierig. Also ich glaube, wir können festhalten, das Thema Raum ist ein Riesenthema fürs Engagement. Es ist prima, dass ihr diese Räume schafft. Größer wäre immer schöner. Was ich interessant finde, ist, was der Unterschied bei euch ist, bei dir, Daniel, irgendwie so die Distanz, um zu euch zu kommen. Für diejenigen, die sich bei euch engagieren, seien es jetzt Kinder, Jugendliche oder Erwachsene, bei euch, Felix, korrigier mich, wenn ich's falsch sage, so vielleicht eher so ein bisschen längerfristiges Engagement, sich auch mal irgendwie bereit zu erklären, mal, weiß ich nicht, für ein halbes Jahr Kurse zu geben. Und was ich von beiden von euch höre oder ein Wunsch wäre, dass ihr Mitstreiterinnen und Mitstreiter findet, die beispielsweise auch sowas wie Buchhaltung, Fördermittelmanagement, also eher so die, verwalterischen Dinge als Engagierte mit übernehmen. Und das eint euch mit ganz vielen anderen gemeinnützigen Organisationen, wie wir das hören, dafür zu begeistern. Aber vielleicht ist ja hier jemand, der da auch Lust hätte, mitzuwirken bei euch. Gibt es von eurer Seite noch etwas, was ihr zum Thema digitales Engagement und vielleicht mit Hinblick auf die nächste Legislatur ihr mit uns allen teilen wollt? Also ich würde zumindest auch an dieser Stelle nochmal loswerden, dass wir aktuell 2 Bundesfreiwilligendienststellen offen haben. Also wer Lust hätte, ein Jahr oder anderthalb Jahre hier bei uns oder auch ein halbes Jahr in Fürstenberg zu verbringen und in Verstehbahnhof ein bisschen mitzubespielen, der kann sich dann oder die kann sich dann gerne an uns wenden. Und ansonsten, was jetzt die nächsten 4 Jahre und die Legislatur angeht, würde ich mal sagen, müssen wir alle sehr genau drauf gucken, ob das dabei bleibt, dass, wie mit vielen anderen digitalen Themen ja auch, dass das Ehrenamt gestärkt werden soll, dass ihr besser finanziert werdet in der Stiftung. Und dann müssen wir die aktuelle Ampel irgendwie daran messen, was jetzt vollmundig irgendwie hier in den Raum gestellt wurde. Und ich hoffe einfach mal, vielleicht haben wir ja alle Glück und das ist wirklich ernst gemeint und wir befinden uns nicht weiter auf dem Weg bergab, sondern es ist ein bisschen Licht am Ende des Tunnels und was viele dieser digitalen Themen angeht, kommen wir so ein bisschen raus aus dem Tal der Dunkelheit. Ja, ich glaube, dem kann ich nicht viel hinzufügen. Ich sag mal so, ich wünsche mir, weil wir ja in Berlin jetzt auch noch eine eigene Legislaturperiode zum Zeitpunkt angefangen haben, zum Ende der Legislaturperiode würde ich gerne freundlicher und wohlwollender über die Berliner Verwaltung reden können. Das würde mich freuen.
Ich danke euch beiden ganz, ganz, ganz herzlich, vor allem echt für euer Herzblut, für das Engagement, für das, was ihr vor Ort alles tut und für uns als Gesellschaft. Und danke allen, die draußen zugehört haben. Und wenn es ums Thema Engagement geht, wir sind für euch da und wir machen das super gerne. Und vielen Dank. Ja, danke und dafür da auch danke. Ja. Das ist ganz wichtig, dass ihr das macht. Und das ist ganz wichtig, dass das weiter verfolgt wird. Denn ihr füllt eine Lücke, die genauso wie wir vorhanden war. Dankeschön. Vielen Dank. So, und dann bleibt mir auch nur Danke zu sagen, euch allen dreien, dass ihr hier diesen wunderbaren Talk oder diese wunderbare Diskussionsrunde bei uns gemacht habt.